Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde. Ich verspreche, jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen. Hallo Freunde! Ich hatte euch beim vorletzten Video mal etwas gemacht, wo es darum ging, dass ich euch zeigen wollte, wie Stromlaufpläne gelesen werden. Das war der Anfang einer Forschungsreihe, die wir in Archiven weiter versetzen wollten. Und wir haben dann neuere Pläne gefunden, sowas wie das hier zum Beispiel, aus denen einige neue Informationen herauslesbar sind, wie die sich verändert haben, was vorher, nachher da war. Diese Effekte können wir jetzt nutzen. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Plan zum Anschluss des Truppenübungsplatzes der Neuzeit. Also wir reden jetzt von heute bzw. der ehemaligen DDR-Zeit. Das sind wieder Informationen, die uns weiterführen. Und ihr werdet es bald sehen. Ich werde am Wochenende dann den nächsten Schnitt machen und dann geht es dann tatsächlich in die Details rein, warum wir das im Moment gerade für sehr, sehr wichtig finden. Wir haben nämlich tatsächlich ein unterirdisches Kraftwerk auf dem Truppenübungsplatz zur Stromversorgung des S2, S3 gefunden. Das wird noch interessanter, aber wie gesagt, das erkläre ich dann alles im Teil, wenn wir dann soweit sind. Ja, und hier seht ihr mal den Anschlussplan der Hauptverteilung für den Truppenübungsplatz. Also wir kommen der Sache immer näher und das ist natürlich für uns eine unheimliche Sache, weil wir können es dann auch mit Originaldokumenten beweisen. Wir sind also nicht mehr in dem, wie hieß es so schön, Fantasiezeichnungen der Enkel, sondern wir können das jetzt auch beweisen, was wir sonst irgendwo nur gesehen haben. In dem Sinne wünsche ich euch viel Vorspannung, kommt was. Viel Spaß.